Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fernbus Simulator Busport Fair System Sound Design. Wir sind ja im letzten Video hier in Arnheim stehen geblieben und wir haben jetzt unsere letzte Fahrt bis nach Amsterdam vor uns. Ich würde sagen, wir beginnen, steigen ein. Eingecheckt habe ich schon. Begrüßung habe ich auch abgehört. Ich würde sagen, dann können wir loslegen. Als nächstes haben wir dann halt eine Rastpause auf der A12. Ich würde sagen, wir fahren weiter. So, 158 Kilometer bis Amsterdam, das ist jetzt nicht mehr so lange. Jetzt erstmal nur wieder zur Autobahn kommen. Soll mal da sein, ja, mit Hilfe 1. Also ich denke mal, das wird eine ganze Ecke früher. So, der nächste Parkplatz auf der Autobahn gehört uns. Was ist denn mit dir? So. Ey, Scheiße. Ich dachte, das reicht. Ist aber auch eng teilweise. So, da sind wir auf der Autobahn. Jetzt müssen wir nur noch den nächsten Parkplatz finden.
Ist aber auch nicht mehr weit entfernt, so viel weiß ich. Das war knapp, Leute. So, da ist der nächste Parkplatz. Das ist unser. Diesmal so ein Parkplatz. War nicht schlimm. So. Sehr geehrte Fahrgäste, wir möchten Sie darüber informieren, dass wir jetzt unsere zweite und letzte Rastpause, bevor wir in Amsterdam ankommen, einlegen werden. Wir bitten Sie darum, rechtzeitig zum Bus zurückzukehren, damit wir unsere Fahrt pünktlich fortsetzen können. Wenn Sie Fragen haben, stehen mein Kollege und ich Ihnen weiterhin gern zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dear passengers, we would like to inform you that we will now be taking our second and final rest stop before we arrive in Amsterdam. We kindly ask that you return to the bus in timely manner, so that we can continue your journey on schedule. If you have any questions, my colleague and I will be happy to assist you. Thank you for the attention. So, dafür dazu, dann machen wir jetzt mal den Motor aus. Türen auf. Drücken die Escape-Taste und drücken auf mit der Maus auf Rasten. So, und damit haben wir die Pause auch erledigt. Wenn wir mal kurz in die Runde schauen, alle wieder an Bord. Sehr schön. Dann können wir den Motor starten, Türen schließen. Folgende Ansage abspielen. Sehr geehrte Fahrgäste, nach unserer letzten Rastpause sind wir nun wieder vollständig und können unsere Fahrt fortsetzen. Aktuell ist die Strecke frei, sodass einer pünktlichen Ankunft in Amsterdam nichts im Wege steht. Wir wünschen von hier vorne weiterhin eine angenehme und ruhige Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dear passengers, following our last rest stop, we are now complete and ready to continue our journey. The road is clear. So we will arrive in Amsterdam on time. We wish you a pleasant and calm ride from here on out. Thank you for your attention. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's auf zur letzten Etappe Amsterdam. Du hast doch nicht mehr alle am Zaun, Kollege. Er war doch frei, als ich losgefahren bin. Naja, was soll man dazu sagen? Man kann ja gar nichts dazu sagen. Nächster Halt, Amsterdam.
auch nicht mehr allzu lange dauern. 83 Kilometer noch. Rechts ab. Die Spur zu Ende ist. Unsere Tour von Berlin nach Amsterdam gleich geschafft. Ich bleibe jetzt mal dahinter, weil wir jetzt hier eh abfahren müssen, wie es aussieht. Ja. Beziehungsweise die Autobahn ist hier wahrscheinlich gleich zu Ende, oder? Wir müssen auf jeden Fall hier rum. So, 20 noch. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt der End- und Zielhaltestelle in Amsterdam. Wir wollen uns von allen Fahrgästen verabschieden und hoffen, Sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen.
Wir wünschen Ihnen in Amsterdam einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Geachte dames en heren, we naderen nu het eind en eindpunt Amsterdam. We willen afscheid nemen van alle passagiers en hopen dat u een aangename en comfortabele reis met ons heeft gehad. Voordat we aankomen, willen we u eraan herinneren om uw persoonlijke spullen mee te nemen en ervoor te zorgen dat u niets achterlaat in de bus. Het was ons een genoegen om u als onze passagiers te verwelkomen en we hopen dat u ons in de toekomst weer in overweging neemt voor reizen. We wensen u een prettig verblijf of een goede verdere reis in Amsterdam. Kom veilig aan, we zeggen gedag en tot ziens. So, 7 Kilometer noch, dann haben wir es geschafft. Schaffen wir noch. Busbahnhof oder? Scheint ein Busbahnhof zu sein. Damit hätten wir Amsterdam freigeschaltet. Vielen, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, auch wir möchten uns an dieser Stelle von hier vorne recht herzlich von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Fahrt und konnten sich währenddessen etwas entspannen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und freuen uns darauf, Sie bald wieder an Bord als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Dear ladies and gentlemen, we would also like to bind your follower at this point from up here. We hope you had a pleasant journey and we are able to relax a little during it. We wish you a pleasant evening and look forward to welcoming you back on board as your passengers soon. We say goodbye and see you again. Ja, das war's mit der Fahrt von Berlin nach Amsterdam in der Linie oder mit der Linie 125. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Das nächste Szenario bzw. die nächste Tour steht schon in den Startlöchern. Ich weiß, wohin es geht. Ihr werdet es sehen. Spätestens nächste Woche. Wenn es wieder heißt Fernbus Simulator, Busbord, Fair System Sound Design. Bis dahin, habt einen schönen Sonntag. Macht's gut. Haut rein. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye. Bye.